Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 16 Karriere. Wir spielen heute gegen Leicester City, das Überraschungsteam der diesjährigen Premier League-Saison, in echt auf jeden Fall. Die gehen richtig steil. Die waren ja lange Zeit jetzt Tabellenführer, jetzt hat, glaube ich, Arsenal die Tabellenführung übernommen oder so. Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Jedenfalls müssen wir ein bisschen umbauen. Wir hatten ja vor kurzem erst das Spiel gegen Austria Wien. Gegen die haben wir ja leider nur 1-1 gespielt. Da wurde ich in Kommentaren gesagt, so reden Österreicher nicht. Alles klar. Ist in Ordnung. Vielleicht reden sie ja so. Okay. Wir gucken uns mal die Aufstellung an. Also, Ward-Prowse kriegt auf jeden Fall eine Pause. Hefkes spielt von Anfang an. Rodriguez hat mir nicht gefallen. Tadic spielt von Anfang an. Für Embolo spielt heute mal Shane Long, weil Embolo auch schon ein bisschen angehittet ist. Und Thielemans müsste eigentlich spielen, weil er halt einfach, ja, weil es hier einfach Thielemans ist, ne? Aber okay. Jedwai kriegt eine Pause. Süle dafür wieder drin. Und Munir nehmen wir mit für Ward-Prowse. Ich denke, das ist eine ganz gute Geschichte. Ja, das mit Thielemans ist natürlich ein bisschen blöd, aber der muss spielen. Das geht gar nicht anders. Ich kann den nicht auf der Bank lassen. Das ist Thielemans, Alter. Okay. Thielemans. Ja, und wie ihr hört, hört sich das immer noch super bei mir an. Immer noch schön gedamaged die Stimme. Der Hals zum Glück, aber das einzige im Moment. Huch! Sonst geht's eigentlich, außer dass die Nase noch ein bisschen brennt und ein bisschen trocken ist und die Lippen aufgeplatzt sind. Aber sonst ist alles gut. Bei dir hoffe ich natürlich auch, dass alles easy ist. Heute spielen wir, wie gesagt, gegen Leicester zu Hause im St. Mary's Stadium. Und da haben wir Wardy, der Shooting Star von Liga 4, mit Leicester zusammen, glaube ich, oder? War es mit Leicester zusammen? Ich glaube schon. Aufgestiegen in die Premier League und dann direkt mal, zumindest in diesem Jahr, echt eine grandiose Tordifferenz, beziehungsweise eine grandiose Torbilanz hingeschmettert. Oder so. Naja, wie gesagt, wir spielen gegen Leicester. Und hier sehen wir, wir haben die beste Abwehr der Liga. Nur 9 Gegentore. Aston Villa ist knapp dahinter mit 10. Chelsea, Arsenal, United. Also, da sind wir schon mal Meister. Momentan. Und Meister sind auch unsere Fans, wie ich finde. Und die machen Woche für Woche einen Hammerjob. Auf geht's. Shane Long war wieder von Anfang an dabei. Ich denke, das ist ganz cool. Und hier haben wir Martina. So, Hesketh. Das erste Mal über rechts. Eigentlich ist er kein rechter Flügelspieler oder so. Aber da muss er jetzt mal durch. Ward-Prowse normal auch nicht und er muss es auch spielen. Ist halt so. Froh sein, dass er überhaupt Einsatzzeiten kriegt. Ich denke, da muss man nicht so spitzbubig sein. So, Target. Erste gute Abwehraktion, dann direkt den Ball wieder verloren und dann ein Fehlpass von Leicester, von Kanté. Einwurf Süle, schöner Seitenwechsel, gut gemacht, Martina. Und Hesketh, da haben wir ihn. Ja. Schöner Ball auf Shane Long. Verdribbelt sich da ein bisschen, scheiße. Martina fehlt unten jetzt natürlich, aber Hesketh geht mir nach hinten. Süle ist da, schöne Grätsche, stark gemacht gegen Wardy. Wardy schon immer so gut? Ja, Achtung, Hesketh geht da gut drauf. Fuchs allerdings stark gemacht. Christian Fuchs, der ehemalige Schalker, Mainzer, Bundesligaspieler, läuft bei ihm. So, Shane Long. Ja. More. Simpson. Über die Außen. Was macht der denn da? Ist mich verarscht oder was? Tadic. Idee war gut. Schön gespielt. Bisschen zu offensiv. Bisschen zu offensiv der Ball. Aber gute Idee gehabt. Von. Ich glaube, es war Thielemans. Stark gemacht. Zurück auf Nummer sicher. So, auf Hesketh. Der spielt einen schönen Doppelpass mit Long. Und jetzt kommt die Flanke. Ah. Hey, der war doch draußen. Das kannst du mir nicht erzählen, der war doch draußen. Hab ich doch gesehen da. Lawrence, Kanté, langer Ball auf Wardy. Legt sich den Ball zu weit vor. Van Dijk ist da. Iheanacho probiert den
Pass, schießt dann aber lieber. Aber Kasper Schmeichel hat er den. Den hält er sogar fest, so, der Schmeichel. Oh, jetzt hast du mir aber geschmeichelt. Drink water. Ist nicht so ein Cola-Fan, wa? Fuchs. Lawrence, drink water. Classy ist dazwischen. Pass zurück zu Butland. Alles gut. Süle. Target. Probiert den langen Pass auf Taj. Der geht sogar durch. Richtig gut gespielt. Jetzt eine schöne Flanke. Die ist gut. Und da ist das Tor. Iheanacho. So einfach kann es gehen. Über den Torwart hinten auf Target. Der spielt den langen, platzierten Pass auf Tadic. Der flankt. Schöne Flanke in die Mitte. Perfekt in den Laufweg von Iheanacho. Und der muss per Kopf nur noch einschieben. Genau so läuft der Hase. 1-0. Schöne Sache. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann haben wir Simpson. Und Mahrez. Morgan. Vielleicht. Mahrez. Süle ist da stark verteidigt. Gut gemacht. Und dann aber direkt wieder nach hinten. Das war übrigens nicht Süle, sondern von Dijk. Ach ja, Tobi und die Namen. Das ist immer so eine Geschichte. Aber ich bin nicht schlechter als Marcel Reif. Oder Fritz von Ton und Taxis, der ist ja noch schlimmer. Der aus dem Okan Nikolov bei eben Nika Okolov macht. Der war auch geil, ey. Nika Okolov. So, Eckball. Mahrez. Vorsicht. Vorsicht! Butland! Gut gehalten. Gut gehalten von Butland. Starke Reaktion. Der wäre drin gewesen. Der hätte es gescheppert im Kasten, hör mal. Und ich meine nicht John Shepard. Achtung. Tadic ist da stark. Ah, Iheanacho verliert den Ball. Das gefällt mir gar nicht. Stark. Tielemans bringt ihn nicht durch. Bleibt hängen. Schuss. Butland. So, Heskett da unten. Hat Platz. Was ist jetzt? Oh, da liegt er noch verletzt am Boden. Eieiei, was war da los? Ah, Classy hat da so ein bisschen... Ja, aber nicht absichtlich nachgetreten. Auf keinen Fall. So, Robert Huth für Wes Morgan. Verteidiger für Verteidiger. Positionsgetreuer Wechsel, sagt man immer so schön. Wir haben den Ball natürlich, weil wir es können. Nee, weil wir halt im Ballbesitz waren. Ah, gibt einen Foul. Ich glaube aber nicht für uns, oder? Doch, für uns. Ah, gut, wo soll er sich hier? Wo soll er sich auflösen? In Luft oder was? So. Oh, long auf Tadic. Das hätte gut funktioniert. Das war auch so angedacht eigentlich. Schade. So, Danny Simpson heißt er, glaube ich. Heißt er Danny? Ich meine, er heißt Danny. So, Kamaric. Tadic, passt auf. Sehr gut gemacht. Schön gelöst. Martina auf Heske. Der in die Mitte. Tielemans. Das ist Iheanacho. Ah, da wollte er zu viel. Gib mir das auch. Stark gemacht von Süle. Schön gespielt. Hesketh. Hesketh. Schön. Oh. Da kam Tielemans leider nicht mehr hin. Aber war gut. Hesketh versucht da ein bisschen was. Eieiei. Butland muss dahin. Oi, was war das denn? Freistoß gibt's. Und zwar für uns, Butland. Ah, scheinbar Torwart angegangen oder so. Heskett. Schöner Seitenwechsel. Boah, hat er Glück, dass Tadic da so gut aufpasst. Tadic. Ah, kommt da leider nicht vorbei, obwohl er schneller war. Aber gut, die Seite zugemacht da vom Verteidiger. So, Christian Fuchs. Neben seinen Freistößen und Pässen muss man aufpassen. Weil das kann er. Simpson. Leicester probiert's über Aufbauspiel durch die eigenen Reihen. Kanté. Süle lässt sich da ein bisschen einfach aushebeln. Kanté. Boah. War der Butler da noch dran? Nee.
Ai, was war das denn? Vardy. Ja. Gut im Zaum gehalten. Und das war ein ganz schlechter Pass von Classy. Ja, der ist müde. Müssen wir mal gucken. Tielemans, Classy. Das sind zwei Kandidaten, die wir vielleicht auswechseln müssen. Weil die sind ein bisschen müde natürlich vom Europa-League-Spiel. Da waren kurz die anderen Ergebnisse zu sehen. Habe ich schon weggeklickt. Sorry. Wir schauen mal, vielleicht Haskith in die Mitte ziehen. Nee, Blödsinn. Tielemans raus. Munir dafür rein. Sané heben wir uns für den Schluss auf. Und auf die 6 ballern wir Wanyama. Ein bisschen durchrotieren hier. So, Wanyama und Munir jetzt auf dem Feld. So, checken wir mal, was das wird. More. Dann haben wir Simpson. Ah, zwei Männer gehen da drauf, können den Ball beide nicht kriegen. Was wird das? Wanyama. Stark gemacht. Und Wanyama. Auf Munir. Ah. Munir. Schön gespielt auf Martina. Ich finde es auch noch so krass, dass der in echt das erste Tor gegen Arsenal gemacht hat, wie bei uns damals, bei dem 7:1 mit diesem legendären. Richtig krass einfach. Oh, da stehen sie sich ein bisschen selbst im Weg. Auf die Füße. Karamic. Wie ist der Karamic? Ich weiß es nicht. Drinkwater. Moore. Und hoher Ball da unten auf Simpson. Sie probieren den Spielaufbau, aber sie müssen über lange Bälle gehen. Klappt auch hier diese Situation ganz gut. Aber da haben wir noch einen Martina, der das, obwohl es eigentlich gar nicht seine Seite ist, super regelt. So, Süle. Alter Schwede. Ballername, Katastrophe. Van Dijk. Und Wanyama. Und Wanyama. Gibt 1-0 vor uns. Schöne Sache. So, nächste Auswechslung bei Leicester. Lazoga kommt. Pierre-Michel Lazoga. Haskith. Boah, das war schön gespielt. Das war richtig schön gespielt. Haskith passt da gut auf, spielt den Lupferpass in den freien Raum. Und Iheanacho schießt da Dingen per Volley. Leider übers Tor. So, dann haben wir Drinkwater. So der Cola-Fan, ne? Tobi. Lustig. So, Fuchs. Achtung, er ist Fuchsteufelswild. Schön aufgepasst. Wanyama macht das gut. Und Target. Oh. Tadic. Und Wanyama. Schickt jetzt Munir auf die Reise. Der muss erstmal durchgehen da. Das war unser nächstes Spiel da oben gegen Norwich. Hey. Shane Long ist bis hierhin leider ein bisschen blass, muss ich sagen. Ist jetzt auch nicht unbedingt das Stürmerspiel hier bis hierhin. Eieiei. Eieiei. Niki Süle. Das war nicht schön, was sie da gerade getan haben. Schön gespielt, Haskett. Hätte er vielleicht hinter einen Abwehrspieler spielen müssen, den Pass. Macht Munir klasse. Das ist Long, das ist gar nicht Munir. Ja, aber Martina, Flanke direkt. Oh, das ist Munir im Strafraum gewesen. Was? Hab ich gar nicht gesehen. Haskett. Long. Haskett. Schade. Super von Wanyama, Alter, krass. Ah, Passversuch auf, Haskett schlägt leider fehl. Lawrence. Lawrence. Setzt sich gut durch, Drinkwater. Wanyama. Super dazwischen gelaufen. Munir, Martina. Schöner Doppelpass. Dann aber Ballverlust. Achtung. Jetzt nicht die Nerven verlieren.
Stark von Van Dijk. Und dann der direkte Pass nach unten. Und durch. Und hier Nacho. Hier Nacho. Tor! Boah. Ist der kalt. Boah. Hier Nacho. Mit dem Tor. Boah, ist der eisekalt. Auch mit rechts. Boah. Alter. Richtig gut. 5. Saisontor bereits. Was ist mit ihm denn los, ey? Was ist mit ihm denn los? Krass. Krass, krass, krass. Schöne Sache, freut mich. Dass der junge Mann da so stark abgeht. Finde ich gut. Finde ich gut. Oh, Vorsicht. Fuchs. Da ist er wieder. Fuchs, Teufelswild und so. Jetzt bloß nicht das Tor kassieren. So, ist er wieder. Ehe Nacho. Mal gucken, da oben ist Shane Long, genau. Der kann aber auch nicht mehr. Vielleicht noch ein Pass auf Wanyama, der kriegt da hin. Sehr gut. Wanyama! Das wäre ein Tor des Jahreskandidat gewesen, wie ich finde. So, lass uns mal kurz gucken. Ach komm, scheiß drauf, wir bringen einfach Sané auf die 10 oder... Ja, komm, oder Mane. Wir könnten aber auch Rodriguez bringen. Lass uns Rodriguez auf die 10 setzen hier, komm. Scheiß doch da unten drauf, ey. Haskell runter, ganz starkes Spiel von dem Jungen. Richtig guter Mann. Jake Haskell. Ah, und Rio Ferdinand ist Cardholder, also der zeigt an, wer hier raus und reingeht. Krasse Sache. Der Rio. King. Ah, wird ein bisschen frech hier, der King. Stark von Van Dijk. Pass kommt aber direkt retour. Schön gespielt. Vardy probiert's. Oh, Latte. Uiuiui. Und Shane Long. Ah, Robert Huth passt gut auf. Das ist noch nicht gegessen, das Ding. Süle. Alter, was ist da los? So, Target cleared. Da kommt aber wieder retour hier, das gibt's doch gar nicht. Süle, nicht gut verteidigt. Mahrez und Butland. Komm, jetzt halten wir die Null auch in dem Spiel hier. Jetzt ein Tor kassieren wir ärgerlich. Ah, schön gespielt. Oh, das Tor ist frei. Das Tor ist frei. Und hier Nacho geht alleine drauf zu. Hier Nacho, das machen wir auch nochmal sicher. Der Ball ist drin. 13-0. Schluss. Aus. Wir gehen raus. Und das ist kein lupenreiner Hattrick, aber es ist ein Hattrick von Iheanacho, 6. Saisontor. Der weiß, wie der Hase läuft. Und was haben die Leute noch in die Kommentare geschrieben? Ah, verkauf den, der ist scheiße. Der lutscht. Am Arsch. Hi, Wanyama. War aber keine Absicht, ich hab da schon gegrätscht, aber der Ball noch da. Da wollte ich nicht. Jetzt kein Tor kassieren, das wäre ärgerlich. Schön, weg damit. Long kriegt da den nicht mehr, ne. 2 Minuten gezogen drauf, ich denke den Einwurf nehmen wir noch mit. Gelbe Karte von Wanyama sowieso. Und da ist das Ding hier auch gleich schon rum. Dann ist das ein 3-0-Sieg, dann ist das ein sicherer Sieg. Dann ist das die richtige Antwort nach dem 1-1, nach dem unglücklichen gegen Austria Wien. Und dann passt das auch wieder. Und damit bleiben wir in der Liga absoluter, naja, ich sag mal, Mitspitzenreiter. Ja, das ist doch gut. Vielleicht können wir die Meisterschaft holen, Alter, das wäre krass. Dann sagen wahrscheinlich einige wieder, ist unrealistisch. Es ist halt so. Was soll ich denn machen? Muss ich extra verlieren oder was? Ganz bestimmt nicht. Oh, United 0-2-2, das heißt, wir sind Tabellenführer. Ja, wir sind in der nächsten Folge wieder da. Wir hören und sehen uns. Bis dahin. Ciao.